Hallihallo Leute und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kaiba klärt auf. Kaiba klärt auf, die Serie, in der wir uns anschauen, wieso die Dinge im Yu-Gi-Oh! Trading Card Game so sind, wie sie sind. Und auch heute gibt es wieder eine Folge von Wieso ist diese Karte verboten? Hier schauen wir uns an, wieso die Karten, die auf der Bannedlist als verbotene Karte geführt wird, wieso die eigentlich verboten sind. Das ist die Frage, die wir uns stellen, und heute schauen wir uns folgende Karte an. Es geht um Letzter Wille, wie ihr natürlich aus dem Titel sicherlich schon gesehen habt. Ja, wer Letzter Wille nicht kennt, den schauen wir uns kurz zusammen an. Letzter Wille ist eine Zauberkarte und sieht so aus, Last Will auf Englisch, und hat folgenden Effekt. Falls ein Monster auf deiner Spielfeldseite auf den Friedhof gelegt wird, kannst du ein Monster mit einer ATK von 1500 oder weniger als Spezialbeschwörung aus deinem Deck einmal in diesem Spielzug beschwören. Klingt furchtbar grauenhaft mit dem Problem-Solving-Card-Text hier. Ist aber eigentlich ganz einfach. Ihr könnt sie aktivieren, und wenn in diesem Zug dann ein Monster von eurer Spielfeldseite auf euren Friedhof gelegt wird, dann könnt ihr ein Monster mit 1500 oder weniger Angriffspunkten vom Deck specialen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr Letzter Wille nach dem das Monster das Feld verlässt, aktiviert oder davor. Darum ist es so ein bisschen komisch geschrieben. Zuerst aber ein paar kleine Hintergrundinfos zu Letzter Wille. Wann wurde die Karte released und wann wurde sie verboten? Ja, Letzter Wille kommt ursprünglich aus dem Starterdeck Yugi vom 29. März 2003. Das war also der Release Day von Letzter Wille. Das ist schon sehr, sehr alt, die Karte. Verboten wurde sie dann ein paar Jahre später, am 1. März 2007. Ja, die Frage, die sich jetzt eigentlich stellt, ist nur, warum? Für die, die das Video mit Sangan gesehen haben vielleicht, macht das schon etwas mehr Sinn. Die können vielleicht schon ein bisschen nachvollziehen, wieso sie verboten ist. Bevor wir uns aber genau anschauen, warum und wieso, weshalb, kurz noch, wo könnt ihr die Karte überall herkriegen? Die Karte gibt es im Starterdeck Yugi, wie bereits erwähnt. Es gibt sie aber auch im Starterdeck Yugi Evolution und im Tournament Pack 7. Ja, zurück zur Frage, wieso die Karte denn eigentlich verboten wurde. Ich habe mich mal hingesetzt und mal die Kriterien von Letzter Wille in die Suchmaschine eingegeben von Konami. Und also jedes Monster mit 1500 oder weniger Punkten kann ja theoretisch spezialbeschworen werden. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, die im Text dann die Spezialbeschwörung verbieten. Aber die haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Und wenn ich das tue, komme ich auf insgesamt 2415 mögliche Monster, also 2415 verschiedene Einträge von Monstern mit 1500 oder weniger Angriffspunkten. Ihr seht also, diese Karte hat eine unglaublich große Reichweite. Natürlich sind viele Karten dabei, die jetzt nicht unbedingt sehr stark sind. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, von den Top-Decks, von den Top-6-Decks momentan, von den meistgespielten, mal ein paar Karten rauszusuchen, die ihr mit Letzter Wille holen könnt. Sehen wir uns das mal an. Das wäre von den Cosmos beispielsweise das Farm Girl, von Magic Spectre den Raccoon, von den Burning Abyss ist es praktisch jedes Monster, denn die sind alle Stufe 3 und haben die wenigsten haben mehr als 1500 Angriffspunkte. Von den Satellar Knights gäbe es beispielsweise Vega. Hier für Infernoids habe ich euch den Tuner rausgesucht, den Einstern-Tuner, und den Damage Juggler von den Performages. Also ihr seht schon, das sind jetzt die sechs stärkst vertretenen Decks aktuell. Und wir haben Zugriff auf, ja, Schlüsselkarten eigentlich. Ich meine, Farm Girl ist eine wichtige Karte im Cosmo. Der Raccoon ist eine sehr gute Karte fürs Match Spectre. Bei den Burning Abysses, wie gesagt, ihr könnt fast alles suchen. Vega, ihr könnt ihn aus dem Deck direkt specialen. Und könnt dann noch ein weiteres Monster von der Hand specialen, das ist auch gut. Und der Damage Juggler, ja, den habt ihr schon mal auf dem Feld, könnt vielleicht einen Exit damit machen und ihn nachher aus dem Friedhof schmeißen und was suchen. Ist auch gut. Ja, das und natürlich die, wie gesagt, 2415 verschiedenen Monster, die ihr damit suchen könnt, waren dann der Grund für Konami zu sagen, hey, nee, zu stark, wird verboten. Frage der gerechtfertigt. Ist das gerechtfertigt? Ist die Frage.
Ja, kann man sehen, wie man will. Ich finde grundsätzlich Karten, die so viele verschiedene Karten suchen können. Also wir haben hier fast 2500 Karten, auf die wir Zugriff haben, mit einer einzigen Karte. Finde ich grundsätzlich nicht schlecht, denn sie könnten fast jedem Deck gespielt werden. Auf der anderen Seite macht es ohnehin schon starke Decks noch stärker. Also wenn wir jetzt Cosmo anschauen, die brauchen nicht noch solchen Support, mit dem sie ihr Farm Girl direkt aufs Feld legen können. Magic Spectre, die haben genug Suchkarten, die brauchen nicht noch Last Will. Ihr seht das Problem. Es ist einfach dann viel zu einfach, gewisse Monster aufs Feld zu knallen, denn Last Will hat keine Kosten. Sich das mal vor Augen führend, kommt sie zurück? Naja, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich denke eher nein, denn wie gesagt, es ist eine Karte, die wirklich sehr, sehr viel suchen kann. Und es nicht nur auf die Hand sucht, sondern euch gleich aufs Feld stellt. Und das kostenlos. Ihr könnt wirklich Battleface, ihr greift mit eurem Monster an. Wenn es überlebt, super. Wenn es nicht überlebt, könnt ihr im Nachhinein noch Last Will aktivieren. Das ist das, was die ganze Karte etwas unausgeglichen macht. Wenn es jetzt so wäre, dass ihr sie erst aktivieren müsst und dann muss euer Monster sterben, dann wäre es wieder ein bisschen was anderes. Dann sähe es schon nicht mehr ganz so schlimm aus. Es ist dann noch gut. Aber das ist schon so, ja, ich sage jetzt das Tüpfelchen auf dem i. Ja, das war meine Meinung. Schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentare rein. Ich freue mich riesig drauf, die zu lesen. Und ja, dann sind wir schon am Ende dieser Ausgabe angekommen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Lasst doch auch ein Abo da, dann verpasst ihr die nächste Folge auch nicht. Denn da schauen wir uns dann das Magiebuch des Urteils an. Ja, eine coole Karte für die Spellbook-Liebhaber unter euch. Verboten ist sie trotzdem. Wieso, weshalb, warum, das erklärt euch Kaiba in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao Leute.